Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Squad Builder hier auf meinem YouTube-Kanal. Nochmal zu FIFA 17. Wir sind heute mal wieder im aktuellen Spiel und es soll sich heute um einen Mann drehen, der für mich ein ganz besonderer Spieler ist, einer meiner Lieblingsspieler, nämlich Clint Dempsey, Man of the Match ist er. Ich habe hier auch sein Trikot an von der USA und er ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Hat sich ein bisschen über die Jahre hin entwickelt, da gibt es eigentlich keinen besonderen Grund, warum er mein Lieblingsspieler ist. Hat mich einfach immer inspiriert, wie er in der Weltmeisterschaft oder so für die USA gespielt hat. Aber darüber soll es heute nicht gehen, warum Clint Dempsey so ein Lieblingsspieler für mich ist. Es soll halt eher um die Mannschaft gehen, um ihn herum. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Wie gesagt, Clint Dempsey im Sturm, die neue 86er Man of the Match Karte. Dahinter könnt ihr euch vielleicht denken, wen wir da verwenden, nämlich zum einen Steven Gerrard, den neuen Premium-SBC-Spieler, genauso wie Frank Lampard, beides Leihspieler. Ich mache die SBC nicht, weil ich die so selten verwenden werde, dass es sich einfach nicht lohnt für mich, diese SBCs zu machen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geile Karten und für 5 Spiele können wir die ja ausprobieren, also das ist auf jeden Fall dann richtig nice. Und dann schauen wir mal, wie die sich so spielen lassen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Weiter geht's im ZM und dort haben wir einen Spieler, den ich auch sehr, sehr selten verwende und ich wollte ihn heute mal wieder einbauen, weil ich habe gedacht, vielleicht, der passt ganz gut rein und wir probieren ihn einfach mal wieder aus. Gareth Barry, 34 Spiele habe ich mit ihm gemacht, das war relativ am Anfang von FIFA, eine der ersten SBCs, die Meilenstein-SBC damals von Gareth Barry. 40 Tempo hat er nur, aber er hat mir damals eigentlich relativ gut gefallen, war einer der besseren Spieler. Und deswegen habe ich gedacht, haue ich den einfach mal wieder in diese Mannschaft rein und verlinkt sich natürlich auch gut mit Gerrard und mit Lampard. Von daher haben wir hier eigentlich schon mal 4 Legenden in der Mannschaft. Richtig nice, schon mal ein richtig guter Anfang. Jetzt kommen wir zum rechten Mittelfeldspieler und der ist auch Engländer und ist auch eine Spezialkarte. Und es ist der Player of the Month. Raheem Sterling, auf jeden Fall auch eine richtig gute Karte. Für mich war er noch nicht so überragend, aber ich denke mal, mit den Stats kann er sich schon sehen lassen und hat jetzt auch noch eine 85er Karte bekommen, die ich leider nicht geholt habe, von daher hätten wir die auch noch einbauen können. Aber was soll's, wir nehmen ihn jetzt mal auf dem rechten Flügel. Dann auf der Rechtsverteidigerposition lassen wir Antonio Valencia spielen von Manchester United, auch eine sehr, sehr geile Karte, den Team of the Season. Und in der Innenverteidigung könnt ihr euch sicherlich schon denken, wen ich dort hinstellen werde. Nämlich zum einen Smalling, SBC, Premium SBC oder Footies Gewinner. Ja, Footies Gewinner war es. Und Bailly von Manchester United ebenfalls. Und die bilden natürlich eine perfekte Innenverteidigung. Und im Tor werden wir diesmal nicht den Butland verwenden, sondern ich will einfach mal den Begovic verwenden, damit der nicht so unnütz in meinem Verein rumliegt. Verwende ich den einfach mal und der ist, denke ich, auch ein bisschen besser, weil der Butland für mich bisher wirklich richtig schlecht war. Und ja, wie machen wir die linke Seite? Da will ich einfach nochmal eine andere Liga reinbringen und deswegen machen wir hier Bundesliga. Gehen mit den 2 Bayern-Spielern David Alaba, den ich noch im Verein habe, genauso wie dem Footy von Kingsley Coman, der leider kein Upgrade gekriegt hat. Ich habe mir wirklich gewünscht, dass er das Upgrade bekommt. Aber da ist die Premier League natürlich doch noch ein bisschen beliebter als die Bundesliga. Von daher hat das leider nicht geschafft. Ich hoffe, dass es jetzt Renato Sanchez schafft im Mittelfeld. Wäre auf jeden Fall eine der geilsten Karten für mich dieses Jahr in Ultimate Team. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal ein Spiel mit der Mannschaft und schauen, wie sie sich so spielen lässt. Und los geht's. So, unser Gegner ist da. Mal schauen, was er für eine Mannschaft am Start hat. Eine Brasilien-Mannschaft sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus mit dem Wellington Foot Geburtstagskarte, Team of the Season Tyson und noch einige richtig gute Karten am Start. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich meine Mannschaft um Clint Dempsey, um Captain America so schlagen wird. Los geht's. Gut abgefangen von Kingsley Coman. Legen wir mal rüber auf Barry, der an den Pfosten und der Nachschuss von Coman ist drin. 1-0. Richtig gutes Tor. Der Schuss von Barry war schon richtig gut und Coman staubt ab zum 1-0. So kann es weitergehen, Leute. Ach du Scheiße, Leute. Was für ein unglaubliches Tor von Firmino. Richtig krasser Distanzschuss. Da kann ich, denke ich mal, nichts machen.
Das sah ja Begovic ohne Chance aus, oder hatte nicht wirklich eine Chance, glaube ich. Das ist gut gespielt und da ist das 2-1 für unseren Gegner. Wieder Firmino, das war richtig gut gemacht. Und ja, Begovic kann den Ball dann doch nicht halten. Aber ich denke mal, da war auch nichts zu machen für ihn. Schauen wir nochmal drauf. Ja, okay. Der Gegner drückt die Wiederholung weg. Also, so, jetzt haben wir eine gute Freistoßposition. 33 Meter. Ich glaube, wir schießen einfach mal mit Dempsey, auch wenn Gerrard oder Lampard wahrscheinlich die besseren Freistoßwerte haben. Und es war ein richtig guter Freistoß. So, jetzt mal Dempsey. Knapp vorbei. So, das ist gut gespielt. Frank Lampard mit der Chance und den hält Ederson. Das gibt's doch nicht. Richtig starke Parade. Richtig gut gespielt eigentlich. Und Lampard bringt den Ball nicht im Tor unter. So, jetzt mal Platz für Clint Dempsey. Kann er sich hier durchsetzen? Wir setzen mal den Körper ein. Ziehen nach innen und jetzt der Schlenzer ins lange Eck. Jawohl, richtig geiles Tor. Richtig gut gespielt. Dempsey macht sein erstes Tor. Und wir machen den Ausgleich zum 2-2. Hoffentlich können wir das Spiel noch gewinnen. Weiter geht's, würde ich sagen. Eieieiei. Ach du Scheiße, Fernando mit einem richtig geilen Distanzschuss. Der haut die Dinger immer aus jeder Position rein. Unglaublich. Und da konnte Begovic, denke ich mal, wieder nichts machen. Aber ich hoffe mal, wir machen zumindest noch den Ausgleich vor den 90 Minuten. So Leute, schaffen wir noch den Ausgleich? Dempsey, das ist Frank Lampard. Nehmen wir nochmal Clint Dempsey mit, der mit dem Übersteiger. Bleibt am Ball jetzt vielleicht der Schlenzer und da ist das 3 zu 3. Let's go. Richtig geiles Tor, richtig gut gemacht. Dempsey mit seinem zweiten Tor. Und jetzt geht es wahrscheinlich in die Verlängerung. Und es geht in die Verlängerung. Wir haben 17 zu 7 Schüsse, also das Spiel ist eigentlich auf unserer Seite. Wir sollten das, denke ich mal, gewinnen. Und schauen wir einfach mal, was die Verlängerung bringt. Los geht's. So, Dempsey, jetzt ziehen wir mal nach innen. Jetzt können wir vielleicht den Ball reindrehen. Knapp vorbei. So, wir gehen ins Elfmeterschießen. Hat es leider nicht mehr zu einem Tor geklappt, aber ich denke mal, auch im Elfmeterschießen haben wir natürlich noch gute Karten, das Ding hier zu gewinnen. Und Begovic hält den ersten, jawohl. Alonso sicher verwandelt. Und wieder Begovic, jawohl, Elfmeterkiller. So, der eingewechselte Francesco Totti mussten wir einwechseln, weil Frank Lampard wirklich platt war und der lupft das Ding vorbei. Ach du Scheiße. Und wieder Begovic, wieder rechte Ecke und wir haben das Ding wieder. So, Clint Dempsey, den hauen wir einfach mal volle Wucht in die Mitte. 2-0. Begovic, diesmal schießt er in die Mitte. So, wenn Coman trifft, werden wir das Spiel gewinnen. Und schauen wir einfach mal, ob er den Ball im Tor unterbringt. Er macht's, jawohl. Wir gewinnen das Spiel in dem Elfmeterschießen nach Verlängerung. Und ja, ich muss sagen, die Mannschaft hat mir richtig gut gefallen. Nachteile von den beiden End of an Era Karten, Lampard und Gerrard, ist natürlich die Ausdauer. Ich musste die nach der oder in der Verlängerung beide auswechseln, weil sie wirklich total platt waren. Aber ansonsten hat mir die Mannschaft richtig gut gefallen, gerade Clint Dempsey, um den es ja hauptsächlich geht in diesem Video. Richtig überragend gewesen. Zwei Tore gemacht. Und auch eine 9,1 hat auch richtig viel Ausdauer gehabt. Also hat am Ende des Spiels auch in der 120. noch genügend Ausdauer gehabt. Also richtig geile Karte auf jeden Fall. Wenn ihr euch ihn mal holen wollt, um ihn mal auszuprobieren, kann ich ihn euch auf jeden Fall ans Herz legen. Kostet auch nicht so viel, also ist eine relativ günstige Karte. Natürlich bedingt durch die Liga und die Nationen, die nicht so gut zu linken sind. Aber trotzdem eine richtig geile Karte. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn euch meine Videos im Allgemeinen gefallen, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Wäre richtig geil von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein!